RS1 TV Sport wird präsentiert von Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Sportbrillenspezialist für Water Running Bike. Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Optiker auf der Alleestraße. Die IG Remscheid kann sich freuen. Drei ihrer Spieler sind in den vorläufigen Kader der deutschen U20-Nationalmannschaft berufen worden. Moritz Kreidewolf, Max Richter und Fabian Seelbach. Ja, und Max, du warst letztes Jahr schon dabei. Kannst du irgendwelche Erfahrungen an Moritz und an Fabian weitergeben? Ja, ist halt wichtig, dass man 110% gibt und erfahrungsweise ist es halt so, dass es wesentlich anstrengender ist, viel schneller. Man muss mit dem Kopf immer dabei sein und man sollte sich auch dann wirklich aufs Spiel konzentrieren und aufs Training und immer, egal, sobald es auf Rollhockey geht, dass man dann auch wirklich 110% gibt, weil es halt, wie gesagt, auch sehr schnell ist international und ist auf jeden Fall für die beiden was Neues, also zumindest für den Fabi, da Moritz schon mal bei der U17 dabei war. Genau, Moritz, du hast ja U17 gespielt, jetzt bei der U20. Ist es sozusagen der nächste Karriereschritt für dich auf dem Weg in die deutsche A-Nationalmannschaft? Ja, ich denke mal, die A-Nationalmannschaft ist für jeden ein Traum und es wäre natürlich riesig, da irgendwann zu spielen. Ja, dadurch, dass jetzt die nächste Altersklasse ist, hoffe ich, dass es den Weg auch geht. Fabian, du bist jetzt zum ersten Mal in die U20 berufen worden, warst ja aber schon mal bei U17 dabei, aber bist leider nicht in den endgültigen Kader gekommen. Was bedeutet das für dich persönlich? Ja, für mich ist das eine Bestätigung, dass es sich lohnt, an sich zu arbeiten, auch für mich persönlich dann. In erster Linie werde ich das nutzen, um die Erfahrung der Nationalmannschaft, sich mit allen Spielern Deutschlands messen zu können und vielleicht auch aus anderen Ländern, dass ich die Erfahrung einfach mitnehmen kann. Und in erster Linie ist das dieses Jahr eine Erfahrung, so Not gibt es halt nur nächstes Jahr. Ja, dann wünsche ich euch dreien viel, viel Glück, dass ihr auch in diesen endgültigen Kader kommt, dass ihr das internationale Turnier spielen könnt. Und ja, weiter gutes Schaffen, Jungs. Vielen Dank. Danke.